Der Save ist auch schnell geknackt. Du haust nur mit dem Holzknüppel da drauf. Mit dem Eisenknüppel vielleicht ging es schneller. Ach so. Guck mal da, das geht auch rucki zucki. Jo, Zeltoros, hau rein. Bis denn. Wie viele Zombies es im Spiel gibt, verschiedene. Oh je, ich weiß es nicht genau. Es sind auf jeden Fall mehr geworden, ne? Ich würde mal so. Also nur jetzt menschliche Zombies würde ich mal so 20, 25 sagen, verschiedene. Kommt das hin? Ja. War echt schwer da was. Also 20 menschliche. Da gibt es halt noch Hunde, es gibt die Wölfe, es gibt Vögel. Und ja gut, dann die ganzen anderen Viecher, ne? Schweinchen, Hühnchen, Häschen, was da rumhoppelt. Gibt's auch noch. Ach, die Hasen sind auch Zombies? Nein, das nicht, aber die sind halt auch im Spiel. Bauen wir mal eine neue Steinaxt. Die ist dann aber nicht so gut. Sehen wir jetzt, wie gut die wird. Die ist 50, Junge. Haha. Welche neuen dazugekommen sind. Die Geschäftsleute, also so Zombies, die in so einem feinen Anzug rumrennen. Die Wölfe, die Vögel. Fette Dame. Die Stripperin ist neu, ne? Glaube ich. Der Biker. Ja, hab ich schon nicht gesehen, den kenn ich noch nicht. Die Armeeleute und die Virenschutzleute auch, sind auch neu gemacht worden. So, guck mal da. Compoundbogen. Was? Jetzt schon? Ja. Das ist stark. Aber der kann leider nur die Stahlpfeile, glaube ich, verschießen. Ja, aber da sind noch Sachen drin. Compoundbogengriff. Ja, ich hab noch Platz. Aber warte mal, ich hab hier noch ein Rezept für dich. Hab ich in den Gun Safe reingetan. Ah, eine Lederkapuze. So, lese ich das auch. So, wo klopfst du denn jetzt schon wieder rum? Ja, hier, überall. Was ist denn da noch? Im Westen. Da ist noch so eine Garage. Eine Garage? Au. Ah. Ach, hier war ich mal drin in dem Dingen. Dasselbe Gebäude steht doch auch auf Neviscan, ne? Dieser Schrottplatz. Da war ich da oben drin und da ist der ganze Schrottplatz eingestürzt. Ja. Oh, hier ist es so dunkel. Hör auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Danke. So. Thema erledigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man aus den Maiskolben keine Samen machen? Doch. Solltest du ganz normal. Nö. Doch, wenn du auf den Maiskolben klickst und dann auf Rezepte, solltest du eigentlich können. Ah, da. Alles klar. So. Ja, das ist eigentlich hier eine gute Idee. Was hier Nacknack schreibt im Chat. Wir sollten mal unsere Inventare angleichen. Dass du mir ein bisschen Kram von dir gibst und ich gebe dir ein bisschen Kram von meinem Zeug. Boah, dann drop mal irgendwo alle stackbaren Items hin. Oder Ressourcen, sowas wie Kleidung, Steine etc. Keine Qualitätsbalken haben. Was haben wir denn hier noch? So, da und da und da. So.
Guck mal da rein. Ja, den einen. Brauchen wir den einen Samen? Mach mal so. Dann. Nein, kannst du da drin lassen. Bei Gunpowder braucht man auch nicht. Kann man nichts anfangen. Guck mal, was ich jetzt hier Schönes in der Hand habe. Ein Molotow-Cocktail, wo hast du denn den her? Warte mal. Gecraftet, aber damit kann man sich sehr schön sehr selbst umbringen. Ja. So ist er, der Puffy. Geht mit dem Feuer. Ja, die Eier hier würde ich mal schon noch mitnehmen, ne? Ja, ich hab keinen Platz gehabt. Okay. So, können wir, komm, wir gehen mal hoch. Jetzt habe ich immerhin eine Fackel. Mehr oder weniger. Gut, oh, das ist nur das Dach. Da waren wir schon auf der anderen Seite. Ach so. Kommt man denn hier noch hoch? Hier liegt einer. Ach so. Den hast du eben umgekloppt. Ich mach die Tür wieder zu. komm mal zurück. Ja. Dann kann ich mal den Molotow ausprobieren hier. Ja, schmeiß. Ah, jetzt ist der rausgelaufen, schade. Aber nicht reinlaufen, das, dann stirbst du sehr sicher. Wollt ihr nur einen Screenshot machen? Jetzt hier der Zombie am rumfackeln. Ah, ist noch nicht tot. Gibt's doch nicht. Zack. Thema erledigt. Du hast ihn aber sehr. Der kaputt gemacht mit deinem Pfeil. Ist ja kaum noch was übrig von dem. Ja, weiß. Hier können wir noch durch. Da kommt noch einer. Okay, dann mache ich noch einen Molotov. Ah, hat getroffen. Sehr gut. Hallo? Herr Zombie? Sehr schöner Schuss. Ja, der war ausnahmsweise mal richtig gut. Da muss ich mich ja mal selbst für loben. Gut, der hat eine Puffercoat und ein Sweatshirt gehabt. Oh, nehmen wir doch mal mit, oder? Oh, hier geht's wieder raus. Schade. So. Aber weiter? Wo bist denn hin? Ach, hier hinten. Hier hinten turnt er wieder rum. Weiß nicht, ich war noch gar nicht auf den Schrottdingern drauf, auf den Containern. Da waren früher mal Safes drauf und sowas. Ja, lass erstmal so weiter. Noch erkunden. So. Hier, die kleine Garage hier. Da ist bestimmt Benzin drin. Ah, hier ist. Das ist auch ein Zombie. Okay. Er hat mich eingeklemmt. Oh, Errungenschaft. Scavenger und The Grave Digger. Geil. Hier. Olle Couch. Kann man endlich mal Stoff mitnehmen. Mal Fackeln bauen. Ganz viel Farbe, 175. Oh, geil. Ich will die Farbe haben. Kannst du nachher unser Haus in großer anmalen? Ja, definitiv. Damit die Zombies gar nicht erst bemerken, dass da ein Haus ist. Richtig, genau, weil die sehen ja auch immer alles durch rosa Wölkchen. So ein Hirsch wäre gar nicht schlecht. Ein Hirsch? Ja. So ein Hirsch. Aber ja, finden wir bestimmt hier noch. Ist so ein riesen, fetter, dicker Bunker. Ah, da ist schon die Kundschaft. Ja, ja. Alle da.
Oh. Ja, sehr geil, Level 5. Ich mal weiter in Toolsmithing und Weaponsmithing. Mach das. Ah ja, geil. Ich hab einen Luftfilter und eine Lampe fürs Minibike. Hallo Colt, schönen guten Abend. So, ist denn hier... Ach guck mal, das ist ja eine Riesenstadt, das hier. Geil, ja. da hinten ist die Kirche. Guck mal, hier, also hier wäre doch auch ein schönes Lager hier. Voll der Bunker. Bunker, Maisfeld oder was ist das hier für ein Teil? Oh, du scheinst Hunger zu haben. Ja, ich habe auch nichts zu essen, weil wir haben keinen Hirsch. Hallo, Hatyx. Schönen guten Abend. Hier ist gut, hier gefällt's mir. Pass auf, da ist Stacheldraht drauf. Ja, aber hier kann man gut hochgehen. Ja. Ja, nicht zu zweit, okay. Bald bekommt man Schaden. Aber hier sind die Militärzombies. Danke, dass du mir das jetzt sagst, wo ich hier unten drin stehe. Ja, Pech gehabt jetzt. Stell mal Strohballen jetzt hier hin, dass wir hier wieder rauskommen im Notfall. Warum liegt hier Stroh? Warum liegt denn hier Stroh? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf diese Frage gibt es endlos viele Antworten. Ja, und ganz viel Gekicher. Und eine Gegenfrage. Die da wäre? Warum trägst du eine Maske? Ah, stimmt. Warum hast du eine Maske auf? Sag mal, bist du ein Kölsche Jung? Ich wohne in Köln. Das ist richtig. Ich stamme aber aus Trier. Warum hast du eine Maske auf? Wird sogar im Chat geschrieben. Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Dieser Dialog, der hat echt die Welt verändert. Ja. Was ist das hier für einer? Ein Strahlenschutzarbeiter. Ey Puffy, mach mal Licht. Ich hab kein Licht. Also kein Molotov-Cocktail. Ich hab die verworfen alle schon. Schade. So, ich brauche was zu essen. Wir schwülen derzeit ein bisschen im Müll. Hast dich aber gut eingebürgert in Köln. Das ist eine Kirche. Genau. Ah, hier ist noch so eine versteckte Munitionsbox. Wenn ich nicht gleich was zu essen kriege, schau mal, dann gibt es bald Munition. Für wen? Was siehst du dann? Oh, ich habe eine Schatzkarte. Du, SMG-Schematik. Habe ich hier lesen. Irgendwas? Ich habe hier verrottetes Fleisch anbieten, aber davon bekommst du zu 100% eine Lebensmittelvergiftung. Das ist sehr gut möglich, ja. Oh! Da wohnt noch jemand. Oh Mann! Kann ja nicht mal ruhig stehen bleiben, ey. Blöd, Mann, ey. Der hat einen Helm auf, Puffy. Das bringt nichts, wenn er auf den Knopf klopft. Das ist egal. So. Gut, der hat ein Nachtsichtgerät, einen Raketenwerfer und 6 Raketenwerfer Munition gehabt. Ja, siehst du mal. Ach du Scheiße, 10.000 hat dieser Block. Willst du mich aber verarschen? Aber oben kommt man durch eine Tür schnell durch. Ja, wir haben ja jetzt die Zombies wild gemacht, die haben ja Zeit. Die können die 10.000 Punkte ja wegschlagen. Aber hier hast du nur 300 Punkte. Wir sollen auf Minen achten in dem Haus, wird hier gerade angeraten. In dem Haus gibt es keine Minen. Aber manchmal, wenn wir Pech haben, böse Zombies in den untersten Etagen. So, boah. Was hast du jetzt gemacht? Hast du jetzt gefüttert mit Fleisch oder was? Ja, ich hab das verrottete Fleisch weggeworfen.
Also. Danke! Ja, du bist ja voll dick gelaufen, ey. Also, ich sehe schon kommen, dass wir kein einziges Mal durch Zombies sterben, sondern nur dadurch, dass wir uns selber die Rübe einhauen. Vermutlich, ja. Ah, toll. Kann man wieder keine Steinaxt herstellen. Ah, ich hab noch eine. Haha. Auch gut. So. Hauptsache mal hier in den Bunker einbrechen. Finde ich super. Irgendwo unten eine Cafeteria, da sollten wir vielleicht versuchen, als erstes hinzukommen. Okay. Dann versuchen wir das doch mal. Ich hab das geh du mal vor. Geh du mal vor. Ja. Oh, cool. Hier sind viele. Autos oder Zombies? Beides. Sind die gerade despawned? Hier sitzt einer am Boden. Jetzt steht er auf. Achtung. Jetzt kommt er. Oh ja, hier also. So. Das Nachtsichtgerät ist so semi-okay. Guck mal in den Koffer rein. Oh, Nägel. Ey, was zu essen. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ich bin bei 1%. Mensch, Skinner. Ja, dann, was ist denn hier? Ein Wire-Tool. Oh, ich habe ein Verkabelungstool. Ja, geil. Ah. Hier durch. Ja, ich komm. Ja, lass dich doch mal die Autos knacken. Aber du brauchst was zu essen. Ach. Sonst wirst du selber verfressen an die Zombies. Also. Hier ist noch ein Zombie. So, hier. Hier einfach durch. Ah, jetzt hier durch. Oh, hier sind Zombies. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ich. Ich hier gar nichts drin. Ja, ich auch nicht. Mach doch mal Licht an. Oh, wie heißt denn Fackel? Oh. Erst nochmal Fackel in Englisch. Torch. Ah ja, genau. Oh Mann. Ach, dafür braucht man Fett. Scheiße. Ja. Ja, dann hier durch die Tür durch. So, dann hier links so. Mrs. Knack Knack Neu, vielen Dank fürs Folgen. Willkommen hier auf dem Channel. So, was? Links hier, rum. Hier, hier ist so ein Geländer und hier ist so eine Treppe. Oder vielleicht ist was in diesem. Der Tasche drin. Nein, natürlich gar nichts. So, nicht ganz nach unten. Dann hier auf der Etage. Das habe ich gerade versucht. So. Dann hier weiter. Schnell durch die Tür hier durch. Na toll. Es wird so schief gehen. Ich hab mal, wir haben noch einen Raketenwerfer, ja. Dann hier. Hier durch. Hier ist die letzte Tür. Dahinter ist die Cafeteria. Du hättest doch mal können zwei Strohballen in die Tür von vorhin stellen. Ja, mach. Ich hab sogar Holzframes. Auch gut. Ich seh nix, aber hier sind Zombies. Hier sind Zombies. Pass auf, abhauen.
Oh, Entschuldigung. Nein, das nicht. Geh mal zurück, geh mal ganz hier nach hinten, wo ich jetzt bin. Das war Ballert die fette Dame. Ja, Mensch, Kinder, ey, ist das hier duster. Da vorne ist eine Küche, hier, da muss es was ja, zu essen geben. Ja, warte, hier ist noch der Koch. Ja, dann geh mal nochmal zurück. Aber das ist doch hier so ein... Wow, Jones. Ja, ja. Na toll, hier sind zwei Wasser drin, klasse. Hier ist alles, nur nichts zu essen. Aber hier hinten war noch der Lagerraum. Hauptsache mal gar nichts gesehen hier. Wo müssen wir denn hier hin? Hier ist so ein kleiner Lagerraum noch. Na toll. Ja, hier, Can of Ham. Hier, hier, unter mir. Denn? Unter mir direkt. Oh, Gott sei Dank. Huch. So. Sehr gut. Ja, das war mal wieder spannend hier. Das war spannend, hör mal. Oh, hier ist noch eine Dose Nudeln. Oh, noch eine Can of Ham. Brauchst du denn auch noch was zu essen? Also mir geht's jetzt... Will nicht sagen gut, aber ich habe zumindest mal 18%. Müsste mal noch was trinken gerade. Ich habe 32%. Oben rechts ist noch ein kleiner Fan. Oben rechts? Ja. Hä? Jetzt hinguckst, ganz oben rechts. Was? Das ist doch alles leer. Nein, da ist noch was in der Kiste drin. Was für eine Kiste? Ganz oben rechts. Rechts über dem Cupboard. Da drüber noch, siehst du gar nicht. Na, ich sehe überhaupt nichts hier. Sind doch drei Schränke oben. 1, 2, 3. Ja, und beim dritten, da drüber. Da ist noch eine Box. Ah! Jetzt habe ich sie. Alles klar. Komm, lass abhauen, ey. Ich sehe hier gar nichts. Ja, wohin? Die Zombies sind jetzt überall. Ach, scheiße. Ach Gott. Was haben wir hier? Oh, was sollen wir machen? Keine Fackel. Was? Wow, hier ist jemand drin. Ey, die sind durchgebrochen. Stell mal die Strohballen auf. Wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Ach Gott, ey. Hier ist ja noch ein Eingang. Ja, wenn du mir mal sagst, wo hier ist. Keine Ahnung. So. Hast du irgendwie Öl? Zufällig? Öl. Dann könnte ich mir Molotov noch bauen. Aber ich habe eine Idee. Oh Mann. Wenn ich das hier so hinstelle, könnte das dann funktionieren und ich das dann so anzünde. Lagerfeuer könnte ich anzünden, das ist auch schon alles. Ja, mal ein bisschen Licht. Also ich hätte noch 6 Holzrahmen im Angebot. Aber jetzt sehen wir immerhin ein bisschen was. Wo ist mein Lagerfeuer? Hab ich gar keins mehr. Ja, ich hab hier ein paar mal hingesetzt und angezündet. Na toll, ich hab nicht genügend Steine. Na toll. Aber wir könnten uns mit ein paar Holzrahmen irgendwo hochbauen. Pass auf, jetzt hier sind so ein paar Lagerfeuer am Boden. Ja, ich seh's.
Ja, lass doch hier bleiben, irgendwo, hier in der Ecke. Wir verstecken uns hier oben auf den Kartons. Mann, das ist mal wieder so richtig gut abgelaufen. Ja. Hat aber funktioniert, zum Glück. Einigermaßen. Ich gehe hier oben drauf. Ah, hier sind doch da. Unter dir sind so Boxen, die kann man noch durchsuchen. Ja, mach, durchsuch die. Ich hock mich hier hin, jetzt bin ich versteckt. Hier bleibe ich einfach sitzen im Dunkeln. Mensch, Skinner, ey.